Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Borderlands. Was? Ja, und wir sprechen mal mit Hammerlock. Gute Arbeit, Kammerjäger. Den Banditen hast du es gehörig gezeigt. Hey, dafür bin ich da. Während du Reliance aus dem Griff dieser KDK-Teufel befreit hast, habe ich dieses Abspielgerät wieder flott gemacht. Oh, ja. Finden wir heraus, wo der Kammerschlüssel versteckt ist. Wie wär's, Kammerjäger? Und wieder allein. Der Gedanke, dass das vielleicht die letzten Worte von Montgomery Jacobs waren. Sag halt dein Dad. Was bist du denn? Warte mal. Der hat so eine Klatze auf dem Kopf. Alter, ist ja lustig. Ich bin besoffen. Oh je. Ich bin besoffen und hab Schiss, Junge. Die Fanatiker sind hinter den Kammern her und somit hinter uns. Ist nur eine Frage der Zeit. Also, hör zu. Die große Reserve, der ölige Friedhof und das Familienjuwel, da findest du den Schlüssel. Junge, der Jacobs-Familienbaum hat Jahrhunderte überdauert. Lass ihn nicht sterben. Ah, ich vergesse niemals deine letzten Worte. Verdammt, aber auch! Dieses Scheiß-Sodbrennen bringt mich noch um. Okay, das reicht. Das Familienjuwel ist das Schiff meines Vaters. Es ist im Dschungel abgestürzt, nicht lang nach seinem Tod. Such das Juwel, Kammerjäger. Wenn die kryptische Nachricht meines Vaters stimmt, ist ein Schlüsselfragment an Bord. Alistair und ich gehen inzwischen den anderen beiden Hinweisen nach. Ah, ein Trek, der tief in wildes Land führt. Ich bin neidisch, Kammerjäger. Ich bin so einsam. Eine Umarmung. Nur eine. Ist das so schwer? Aufgepasst, Schleimscheißer. Gefällt euch die Slum-Tour durchs Paradies? Sag einfach Bescheid, wenn die Kammer offen ist, ja? Es ist einfach toll, wenn das Abendessen schon auf einen wartet. Bis später, ihr Arschgeigen. Oh, lass gut sein, Troy. Das erinnert mich an die Zeit, als ich auf Eden 3 abhing. Ich war noch ein Jungspund. Abhängen war dort streng verboten, ach, der Leichtsinn der Jugend. Ich schaue mir mögliche Verstecke an, zur Sicherheit. Ich finde es immer lustiger, wie, Dynastie. Ja, wir machen mal mit der Hauptmission weiter. Wie die KDK immer wissen, wann wir die nächsten Hinweise haben und so weiter. Leicht seltsam. So. So. Ja, wir sagen euch dann Bescheid. Sie läuft über den Boden, das ist so. Das ist unfair. Was war das denn? Gut. So. Ein Juwel. Interesting. Dann wollen wir mal. Hi. Zum Glück können die nicht treffen. Hey, jetzt aber. Meins. Ich sterbe für die KDK. Mhm. So. Gefräßiger Baldachin. Interessant.
Dann werden wir mal die Viecher da alle umbringen. So. Und jetzt, ja. Ja, ja. Hab dich auch lieb. So ein Scheiß! Hilfe! Hilfe! Oh, Moment, Moment, Moment. Ich empfange ein Echo-Signal. Scheiße, ja, ich bin gerettet. Hier drüben! Langsam, wer auch immer du bist. Ich suche das Familienjuwel. Oh, ich kenne das Familienjuwel. Ich bin Baylex, der Navigator des Schiffs. Ich werde es dir beweisen. Hier sind die Koordinaten für meinen Arsch und jetzt komm und rette ihn. Oh, das ist eine Pflanze und kein Dinosaurier. Okay. Muss ich mich jetzt wirklich mit den auseinandersetzen? Frischer Tod für alle! Fertig? Ja. Es kann losgehen. Sind noch welche? Voll aufs Fressbrett! War das zu viel für dich? Da ist noch ein Ausrufezeichen. Affenlaserkämpfe? Finde Bellex, finde das Juwel. Da mache ich zuerst das Juwel und dann mache ich die Expeditiona. Okay, Bellex, wo steckst du? Fast da, aber ich stecke gerade mitten in was drin. Und zwar in einem verdammt riesigen Dinosaurier. Achtung! Töte ihn! Komm schon mal los, töte ihn! Upp. Ich glaube, es ist sehr interessant, dass er da drin noch reden kann. Aber okay. Voll in den Bockes. Endlich draußen! Mann, war
diesem räudigen Plüschtier. Komm und heb mich auf. Wieso bist du ein Plüschtier? Hey, ich will nicht drüber reden. Wieso suchst du überhaupt das Familienjuwel? Dort ist ein Fragment des Kammerschlüssels. Wainwright Jacobs schickt mich. Oh, du gehörst zu Wainwright. Okay. Ja, dann zeige ich dir, wo das Juwel ist. Ganz in der Nähe in einer Schlucht. Ich kann dich reinbringen. Hey, das kriege ich auf. Navigiert, Baby. Was ist nur los da? Okay, das ist ein fettes Schiff. Und da wächst ein fetter Baum drauf? Wie lange ist der schon tot? Das ist das Juwel? Sieht echt scheiße aus. Tja, ich musste eine Notlandung machen, da ich eine Meinungsverschiedenheit mit meiner Kampf-KI Genevieve hatte. Eine Meuterei? Klingt besser als desaströse Trennung. Belassen wir es dabei. Die Notfallluke da drüben wird über Hydraulikleitungen gesteuert. Schneide sie durch und wir sind drin. Zusammen mit dir können wir das Juwel in 0,nix zurückholen. Genevieve hat es gut gesichert, aber ich kenne alle Hintereingänge. Praktisch, einen Navigator dabei zu haben, was? Ja, die Dinger klemmen so... Oh nein, die Ratchets sind zurück. Ich dachte, die hätte ich erledigt. Durchtrenn die Hydraulikleitungen. Okay. Geschafft, die Luke ist offen. Jetzt gehört das Schlüsselfragment uns. Yeah, bin wieder an Bord. Sieht zwar nicht mehr so aus, aber das war mal ein verdammt geiles Schiff. Schade wegen dem Absturz. Baylex, du süßer kleiner Idiot. Was machst du denn hier? Habe ich dich nicht in einem Kinderspielzeug installiert und weggeworfen? Klappe, Genevieve. Ich habe Unterstützung dabei. Wir wollen das Schlüsselfragment. Ich weiß, dass du es im Sicherheitsbereich versteckt hast. Tut mir leid, das ist schon fest versprochen. Aurelia meint, sie kauft mir ein Schlachtschiff, wenn ich es zurückbringe. Keine Chance. Nicht, wenn wir zuerst da sind. Wir schnappen uns das Fragment. Ja klar, komm ruhig rein. Und was willst du tun? Mich zu Tode navigieren? Nimm Kurs auf deinen Arsch. Ich kann nicht mehr als navigieren. Kammerjäger, geh durch das Lazarett. Mist, jetzt habe ich schon wieder navigiert. Wer auf der falschen Seite steht, stirbt. Ich mag die Ratch nicht. Die sind so ultra nervig. Ey. Alter, lass mich. Der hat mich voll eingekesselt. Alter, ich kam hier nicht raus. Ruhig Blut, Tobi, ruhig Blut. So, ja, dann geht's wohl einfach nur da weiter. So. Schau mal da hinten hin.
sie auf. Alter, war ja. So. Jetzt ist da ja wieder einer. Badass Wretch. Ja, das wollen wir mal sehen. Ich spott mich so. Aber komisch, dass die KI, also die Böse, ist ja die sich, also die Sicherheitsding, oder? Also die wahrscheinlich mit den Waffen und so. Warum hat sie die Wretch nicht vernichtet? Aber, wahrscheinlich, weil sonst wären wir ja. Sie greift in meine Route ein. So geht das nicht. Okay. Wir müssen improvisieren. Ein Kurzschluss. Genau, oder? Nimm die Kabel da. Ah, die Kabel meinst du. Ja, ja, okay. Ein Riesenbaby. Oh, hallo. Hallo, Riesen. Medizinisches Personal. Freigabe erforderlich. Und ob ich eine Freigabe habe? Ich bin der Navigator. Fehler. Einheit Felix als blöder Idiot, der es nicht bringt, klassifiziert. Ja, den Ausdruck kenne ich. Das hat Genevieve gemacht. Ich glaube, ich kann es umgehen. Kammerjäger, schlag dem Narren den Kopf ab. Ach so. Fehler! Fehler! Sehr gut. Und jetzt installiere mich auf dem Bot. Echt jetzt? Ich bin drin. Ich lebe! Ups! Das sieht ein bisschen gruselig aus. Mann. Oh, ist das toll, sich zu bewegen. Ich habe Arme. Und für was ist das hier? Navigiert, ihr Luschen! Hier lang, Kammerjäger. Wir müssen zum Sicherheitsbereich, um das Schlüsselfragment zu finden. Warte. So. Baylex. Was ist das für ein Name? Oh, ja, ja.
steht für binäre automatisierte Logistik. Ja, okay. Der alte Jacobs konnte sich nicht zwischen Barry und Alex entscheiden. Also Balex. Nicht die coolste Erklärung, ich weiß. Ich verstehe dich, Mann. Ich bin Mosera Hayusinian Yanlun Al-Amir Andrievna. Nenn mich Mos. Oh Mann. Na, wir haben alle mehr Glück als Genevieve. Das ergibt nicht mal numerisch Sinn. So ein Mist. Töte ihn. Töte ihn! Oh, ihr werdet sterben. Na dann, wenn hier alles Roboter sind, würde ich sagen, machen wir uns einen Roboter. Ja, komm. Die Gatling ist gut. So, und jetzt? Geh ich mal raus, damit der nicht so lange braucht zum Nachladen. Also, ich bin schon drauf. So. Gut. Wie geht's hoch? Gibt's hier irgendwo eine Treppe? Wahrscheinlich hier. Ja. So, mach mal hier. Wir nähern uns dem Sicherheitsbereich. Erst gleich hinter. Ach Mist, ich navigiere schon wieder. Weißt du was? Du findest ihn selbst. Wer sagt denn etwas Schlimmes? Warte, da unten ist noch was. Das war's für dich. So. Hier ist ein Speicherpunkt, das heißt gleich geht's zum Endgegner. Genau. Oh, hi, du bist doch. Da ist die Tür zum Sicherheitsbereich und Genevieve hat sie verbarrikadiert. Hier komme ich mit meiner Sanitäterbot-Freigabe nicht weiter, na toll. Oh, Security, da steht ein niedlicher kleiner Verbrecher-Idiot vor der Tür. Bitte zerleg ihn. Langsam. Ich bin nicht niedlich. Oh Mist, da kommen sie. Kampfmodus aktiviert. Alter, der bringt ja jeden Bot jetzt rein. Das ist uncool. Das ist uncool. Rede noch lauter, die, wie heißt die Böse? Keine Ahnung, die wird uns sicher nicht abhören. Okay, ich übernehme die Tür. Hier durch. Tja.
Ja, Raketen kommen hier leider nicht durch. Sorry. Na, schon wieder. Sorry. La 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 la. Also, endlich. Ja, ich brauche auf jeden Fall eine andere Waffe. Eine andere Waffe wäre ganz gut. So. Ja, bitte. Gut, aber die Meerbots werden wir das nächste Mal platt machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.